Letzte Woche haben wir das ganze Format in Englisch gespielt. Diese Woche spielen wir dasselbe Format noch einmal, nur wieder mit deutschen Fragen. Mal gucken, wie es wird. Zum vergleichen Leistung geht doch ganz auch nächste Woche noch in Französisch. Ihr findet es mal heraus und spielt eine Runde. Wer wird Millionär mit den amerikanischen Regeln? Hallo und herzlich willkommen zurück. Das ist dann quasi die erste Folge für diese Woche. Und ja, wie gesagt, wir spielen heute nochmal das ganze Format aus den USA gegen die Uhr mit deutschen Fragen. Und wir starten ohne Umwege direkt. Und für diejenigen, die es letzte Woche mit meinem Englisch nicht ganz verstanden haben, ich erkläre es auch gerne auf Deutsch. Also, es sind 15 Fragen bis zu einer Million Dollar. Und um diese Million zu erreichen nach 15 Fragen, hat man zu Beginn erstmal drei Joker. Die zweite Chance, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Und sobald man Frage 5 richtig beantwortet hat, gibt es den Frag den Experten, in Deutschland den Zusatz-Joker quasi. Und dann sind es nur gerade weitere 5 Fragen bis 25.000, die auch wieder sicher sind. Nach 5 weiteren richtigen Antworten hat man dann oben die Million. Damit es schwierig bleibt, gibt es das Ganze gegen die Zeit. Für die ersten 5 Fragen hat man 15 Sekunden Zeit zum Antworten. Für die nächsten 5 wiederum 30 und für die letzten 5 oben 45 Sekunden. Die Zeit läuft sobald läuft los, sobald die 4 Antwortmöglichkeiten erscheinen. Die einzige Ausnahme ist bei der Millionenfrage oben, es sind die 45 Sekunden plus die gesamtgesparte Zeit. Das heißt, man kann unter Umständen 3 bis 4 Minuten lang überlegen bei der letzten Frage. Und ich hoffe, es läuft jetzt besser auf Deutsch als in Englisch letztes Mal. Wir starten und ich sag nur, let's play! 15 Sekunden Zeit. Wir starten. Was besitzen viele Haushalte? Sportkübel, Mattezuber, Biotonne, Kunstbott, ich zähle Biotonne. Stimmt, für 100. 200. Worauf standen die 10 Gebote geschrieben, die Gott Moses auf dem Berg Sinai offenbarte? Leinwand, Steintafeln, Litfaßsäule, Post-its. Auf Steintafeln B. Richtig, für 200. Wir machen damit 300 Euro. Dollar. Eine extrem anstrengende Tätigkeit nennt man auch wie? Knochenjob, Muckimal, Oche, Nervendienst, Sehnenarbeit. Ah, Knochenjob. 300 geschafft, wir gehen auf 500. Wie nennt man ein Theaterstück, das für die intime Atmosphäre eines kleinen Raums konzipiert ist? Kammerspiel, Stubendrama, Zimmertragödie, Salonaufführung. Ich bin nicht sicher. Telefonjoker, bitte. Bevor ich jetzt was Falsches sage, schon. Ruf erst mal kurz den Eltern an. Ich meine, es ist nämlich D, aber ich bin mir nicht sicher. Mal gucken. A. Kammerspiel for sure. A man do. What a man again, yo. Danke, Eltern. Du kannst aber auch ruhig Deutsch reden, oder? Dann eben A. Final Answer. Und stimmt. Das ging nochmal gerade gut. 1000. Welcher Fernsehheld war in den 60er Jahren 75 Folgen lang auf der Flucht? Dr. Mabuse, Dr. Alvin, Dr. Kimball, Dr. Jekyll. Ich weiß das echt nicht. Publikum? Scheiße. Welcher Fernsehheld war in den 60ern 75 Folgen lang auf der Flucht? Dr. Mabuse, Dr. Alvin, Dr. Kimball oder Dr. Jekyll? Wenn ihr es besser wisst als ich, schreibt eure Meinung in die Kommentare und überlegt mal kurz. Prozent sagen C, das ist ja der Wahnsinn. Wir starten. C. Richtig, 1000.
1000er Hürde haben wir soweit geschafft. Wir erhöhen und gehen auf 2000 mit 30 Sekunden Zeit. Wenn ich ein Vöglein wäre und auch zwei Flügel hätte, flög ich zu dir davon nach Haus mit Chicken Wings. Vöglein wäre davon. Das ist bestimmt irgendwo zitiert raus. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen B oder D. Double Zip. Davon B. Stimmt nicht. 9 Sekunden übrig. Starten wir jetzt. Mit Chicken Wings klingt irgendwie komisch. Dann A. Jawohl! ...2000 geschafft, wir erhöhen auf 4000. Welche Organisation führt seit 2000 die PISA-Studien durch? OECD, OPEC, OSZE, ÖPNV. Ich würde sagen, das ist B. Es ist die Organisation for Economic Cooperation and Development. A. Scheiße. Immerhin 1000 geschafft. Wir machen direkt weiter. Und probieren das Ganze nämlich nochmal. Die Regeln kennt ihr, wir starten durch. 15 Sekunden Zeit. Los geht's. Was blüht manchmal im Gesicht? Tulpe, Lilie, Veilchen, Primel. Veilchen. Ja. 200. Wer keine Ahnung hat, redet ins. Blaue, grüne, rote, schwarze. Ins Blaue. Stimmt auch, für 200. 300. Was ist auf der Zutatenliste vieler Rezepte zu finden? Gewürznelke, Essigtulpe, Salzrose, Ölbringel. Gewürznelke würde ich sagen. Ah. Stimmt auch. Wunderbar, 300 geschafft. Für 500. Im Fernsehen der 70er gab sich die Sopranistin Anneliese Rothenberger reihenweise die Blöße, Ehre, Kante, Kugel. D. Oder? Oh, fuck. Ich hab's gerade echt nicht drauf. Gab's nicht rein, weil sie die Ehre. Scheiße. Ich geb mir die Kugel, ey. Scheiße. Wir machen gleich die nächste Runde. Alter! Sehen wir her. Jetzt aber kriegen wir diesmal hin, hoffentlich. Und starten durch. 15 Sekunden Zeit. Die Frage. Ein Mann zum Kreuzigen, Singen, Niederknien, Hände falten, Niederknien. 100. 200. Auch wieder ist der Kammerjäger abgesehen. Knöchel Renate, Nagel Brigitte, Schniedel Natascha, Schädlinge.
Alter! Was sind das für... Achso, Schädlinge, ah. 300? Was macht jemand, der zögernd abwartet? Kurz leuchten, lange Fackeln, dünne Kerzen, dicke Lampen, lange Fackel, B. Das auch. 500. Käme es zu einer Vollversammlung aller griechischen Götter, dann wäre auch der Koala, Lama, Gorilla, Panda, D. Was machen Schwimmer gerne? Bahnen ziehen, Autos schieben, Boote schleppen, Flugzeuge heben. Bahnen ziehen, A. 1000. Mit 30 Sekunden Zeit. Was wird manchen Menschen attestiert? Einsteigengeruch, Plankgehör, Röntgenblick, Herzfeeling. Der Röntgenblick C. Richtig, für 2000. Na, also, es läuft doch bei uns. Frage 4, Frage 7 für 4000. Warum? Was endet üblicherweise mit einem Cliffhanger? E-Mail, Open Air Konzert, Daily Soap, One Night Stand. Cliffhanger. Das müsste, glaube ich, eine Daily Soap sein. Ich rufe sicher mal jemanden an. Den Armin. C. Daily Soap, ja. For sure. A man do. What a man again, yo. Ich hätte es wissen müssen. Scheiße, dankeschön. C. Final. Die Folgen einer Daily Soap, ein Cliffhanger, macht neugierig auf die nächste Folge. Wir gehen auf 8000. Welche beiden Verben sind im Duden zu finden? Minuten und Stunden, Stunden und Tagen, Tagen und Wochen, Wochen und Jahren. Tagen gibt es in jedem Fall, kann das nur C oder B sein? Tagen und Wochen. Die Stunden. Ich bin sicher, dass B ist. Auch richtig, korrekt. Welche weltberühmte Schnulze beginnt mit den Worten every night in my dreams? I will always love you, my heart will go on, careless whisper, eternal flame. Expertenjoker. Yo yo yo. Jews are fucking rubbish. I am Malti Shitling from Krempel. Schleswig, shut up yo. B. My heart will go on for sure. A man do. What a man again yo. Das ist so ärgerlich. Danke für die Hilfe. Es war meine Tendenz gewesen. Scheiße. Joker verbraucht 13 Sekunden Zeit. Wir starten. B. Every night in my dreams, my heart will go on. Yes. Aus Titanic. Wir gehen auf 25.000. Der Pfifferling heißt so, weil er nach Pfeffer schmeckt, so pfiffig aussieht, von Urs Pfiff entdeckt wurde und beim Braten feiert. Ich weiß, dass es nicht C und D ist. Zweite Chance, sicherheitshalber. Das müsste A sein, glaube ich. Er schmeckt nach Pfeffer. Nein! Wie
Wir gehen auf 50.000, 45 Sekunden Zeit und die Frage, was soll wegen mutmaßlicher Irreführung laut EU nicht mehr auf Verpackungen der betreffenden Pflegeprodukte stehen? Rasierschaum, Handseife, Tagescreme, Sunblocker. Ich hab Vermutung, dass es D sein könnte. Erzähl. Ich frage das Publikum, also euch. Ihr seid gefragt, was soll wegen mutmaßlicher Irreführung laut der EU nicht mehr auf Verpackungen der betreffenden Pflegeprodukte stehen? Rasierschaum, Handseife, Tagescreme oder Sunblocker? Überlegt euch mal kurz und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und wir stimmen hier ab. Nein! Oh Gott, ey! 95% sagen D und ich nehme das auch D. Sunblocker. Die gesuchte Bezeichnung könnte so verstanden werden, als ob es einen vollständigen Schutz gegen die Wirkung der Sonne gäbe. Es stimmt also. Wir gehen auf 100.000. 370.649 Personen und damit noch so viele wie noch nie zuvor in einem Jahr haben 2013 hierzulande einen Job gesucht, das Abitur bestanden, geheiratet oder einen Zoo besucht. Ich habe eine Tendenz zwischen A und B, wegen Arbeitslosenquote, was da war. C schließe ich irgendwie aus. Ich sage A! Und richtig ist B. Scheiße! Die Lösung. Das Abitur bestanden. Es waren 2 Jahrgänge wegen dem Turbo-Abi an vielen Schulen in NRW und Hessen. Ah, Mann. Immerhin, wir gewinnen somit 25.000. Und machen direkt weiter. Die Regeln kennen wir. Wir starten. 15 Sekunden Zeit. Die Fragen. Wer vom Mauerfall und Wiedervereinigung total begeistert war, der fand die Sackgasse, Wendehammer, Einbahnstraße, Fußgängerzone B. Stimmt. 200. Wobei handelt es sich normalerweise nicht um eine Person? Milchmädchen, Prügelknabe, Waschweib, Schwankerl. Schmankerl D. Stimmt auch. Oh, und die Folge ist vorbei schon. Wir machen weiter morgen, Folge 2. Wir haben heute einmal 1000 Dollar gewonnen, dann in der zweiten Runde leider 0 und in Runde 3 25.000, war ein guter Lauf. Und weiter geht's direkt morgen schon. Ja, in dem Sinne sehen wir uns dann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es schön fandet oder irgendeinen Kommentar abgeben wollt, schreibt gerne was drunter. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.